Es ist an der Zeit für eine richtig geile Ankündigung. Ich habe nämlich mit meinen Kollegen für euch ein richtig geiles Event geplant. Sollte man nicht verpassen, bleibt mal dran. Servus Leute, ich hoffe da draußen geht's euch allen gut. Genießt das sonnige Wetter. Bei uns hier ist es auf jeden Fall richtig krass. Versuchen nachher nochmal rauszugehen, bevor die Sonne weg ist. Vorab gibt's jetzt aber erstmal hier dieses Video. Und zwar habe ich mit meinen Kollegen im Hintergrund für euch ein richtig geiles Turnier. Oder wie soll ich sagen, ein Event eher gesagt. Es ist aber ein Turnier geplant. Und das ist eben demnächst soweit. Habe ich schon mal separat auf Instagram beworben. Auch mal in einem YouTube-Video erwähnt. Aber das Video soll euch jetzt alle abholen. Denn das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Ist echt eine coole Sache. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt's gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt, ob ihr sowas cool findet. Ich würde sagen, fangen wir mal den einzelnen Themen an, um was es sich bei diesem Event handelt. Und zwar am 6.6., das ist im Endeffekt der Sonntag, der 6. Juni, um 18 Uhr abends, gibt es einen riesigen Livestream auf Twitch. 5 Streamer sind im Endeffekt dabei, einer davon bin ich. Fragland ist mit dabei, kennt man wahrscheinlich noch am meisten. Dann ist die Snow dabei, der Bronca ist dabei und der Fip ist dabei. Die sind eigentlich only, würde ich jetzt sagen, auf Twitch unterwegs. Größtenteils deswegen kennt ihr sie wahrscheinlich nicht so. Außer ihr seid natürlich auch auf Twitch schon unterwegs und nicht nur auf YouTube. Lohnt sich auf jeden Fall, sind immer sehr lustige Livestreams. Und dieses Event ist eben wie folgt aufgebaut, dass wir 5 Streamer gegen euch da draußen fahren werden. Jeder Streamer sucht sich einen von seiner Community aus und der wird dann am Sonntag um 18 Uhr abends in einem Mario Kart Turnier gegen uns fahren. Heißt, 5 Streamer fahren gegen 5 von euch, 5 von der Community. Sollte das Team Community gewinnen, werden in jedem Chat fette Preise verlost, unter anderem Nintendo-Spiele und EMP-Gutscheine. Das ist schon eine coole Sache. Die beiden Partner sind auch bei uns dabei. Fand ich echt krass, dass Nintendo da mitmacht. Ich hatte davor noch nie Kontakt mit denen, habe ja Monster Hunter Rise gebracht, sie angefragt, einen Kontakt aufgebaut und danach gefragt und die waren dabei, uns da ein paar Spiele zur Verfügung zu stellen, dass wir die an euch verlosen können. Das ist schon eine mega geile Sache. Und der Kollege Bronca, der mit mir das Turnier auch geplant hat, hat den EMP-Partner oder Sponsor rangebracht, der uns eben mit EMP-Gutscheinen versorgt. Und so könnt ihr auch nochmal ein paar coole Sachen im EMP-Store einkaufen. Finde ich schon wirklich eine geile Sache. Das Event geht im Endeffekt über den ganzen Abend und wird hoffentlich lustig. Bin gespannt, wie stark ihr seid. Ich denke, wenn da jeder den besten, wie soll ich sagen, Mario Kart-Fahrer aus seiner Community aussucht, wird das wahrscheinlich für uns Streamer echt schwierig werden. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Wie könnt ihr im Endeffekt am Sonntag als der eine von mir zum Beispiel jetzt mitfahren? Und zwar werde ich am Freitag, das ist 2 Tage davor um 19 Uhr abends, von 19 Uhr bis 21 Uhr ein Qualifying Mario Kart Stream starten. Alle, wo Bock haben, am Sonntag eben gegen mich und gegen die Kollegen zu fahren, sollten da auf jeden Fall dabei sein. Im Endeffekt, der Beste wird dann am Sonntag fahren. Übt schon mal eure Skills, denn ich weiß, dass einige gute Leute bei mir zuschauen, die echt richtig geil Mario Kart fahren können. Bin gespannt, wer das Ganze von euch wird. Der Erstplatzierte fährt, wie gesagt, am Sonntag. Ich werde aber auch noch einen Zweitplatzierten und Drittplatzierten, also als Backup, auf jeden Fall mir aufschreiben. Wenn ihr, wie gesagt, an dem Sonntag fahrt und seid den ganzen Abend mit dabei, dann bekommt ihr zu 100% ein Nintendo-Spiel. Das ist schon eine wirklich coole Sache. Deswegen auf jeden Fall eure Skills trainieren, dass ihr da am Freitag noch auf jeden Fall gut unterwegs seid. Freue mich da wirklich mega drauf. Ich hoffe, es kommen nicht ultra viele von euch, wo alle mitfahren wollen. Aber ich denke, nicht jeder hat eine Switch, nicht, dass wir da nicht alle aufnehmen können. 2 Stunden habe ich dafür Zeit. Ich denke, das werden wir aber schon hinkriegen. Wir fahren mehrere Cups und im Endeffekt von der Punktzahl wird sich dann eben unterscheiden, wird nicht jeder wahrscheinlich gleich viele Punkte erreichen können. Unterschiedliche Fahrer fahren natürlich immer mit und der die höchste Punktzahl im Endeffekt in einem Cup erreicht hat, wir werden 8 Rennen fahren in einem Cup, wird dann im Endeffekt ganz oben stehen und dann nehme ich die 2 drunter auch noch mit und schreibt von euch die IDs auf von der Switch und dann seid ihr im Endeffekt am Sonntag dabei. Finde ich auch eine coole Sache, denn ihr könnt im Endeffekt dafür sorgen, dass die ganze Community eben Preise gewinnt und ich finde das Konzept echt cool, finde cool, dass die Sponsoren da mitgemacht haben. Hofft, das freut euch. Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, Freitagabend 19 Uhr ist das Qualifying, dass ihr die Chance habt, am Sonntag eben mitzufahren. Und am Sonntag ist dann das große Turnier um 18 Uhr mit allen Streamern. Freue mich da wirklich mega drauf und ist so das Größte, was ich jetzt in der letzten Zeit mit meinen Kollegen geplant habe. Bin mal gespannt, wie das Ganze ankommt. Vielleicht gibt es ja dann nochmal sowas nochmal zu anderen Spielen in der Zukunft. Und würde sagen, das war es eigentlich soweit schon von der kleinen Info. Ich konnte es hoffentlich
übersichtlich rüberbringen, was wir da geplant haben. Auf Instagram poste ich das Ganze auch gerade jeden Tag. Die einzelnen Daten nochmal, könnt auch da gerne reinschauen. In der Story seht ihr das immer jeden Tag, wer da nochmal nachschauen möchte, wann das Ganze im Detail ist. Der kann da auf jeden Fall reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, einfach auf Twitch ein Follow am besten da lassen. Dann merkt ihr auch, wann ich abends am Freitag und am Sonntag online bin. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Rückmeldung. Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.